Hallo, ihr hört Kielbaut gerade noch in gewohnter Audio- und Videoqualität. Ich mache jetzt gerade mal ein Video, weil sich eventuell bald einiges ändern wird, so qualitäts- und videotechnisch. Einige haben an Silvester schon was gemerkt, dass da irgendwas nicht mehr so ganz stimmt. Da kommen wir gleich zu. Um jetzt die Autisten unter euch so ein bisschen ruhig zu stimmen, stelle ich zumindest mal das Equipment vor, denn es gibt ein neues Mini-Stativ da. Ein Summicon 3-Wege-Mini-Stativ, es gibt ein großes Maxi-Stativ, ein Camrock, glaube ich, irgendwo aus Polen müsste das kommen. TE68, es gibt eine neue Kamera, eine Panasonic W570. Es gibt notgedrungen komme ich gleich zu, ein Stereoskopie-Adapter, Schrägstrich Fotoschlitten. Den habe ich mal vor, boah, 10 Jahren bei Pearl gekauft. Da war der noch 15 Euro. Mittlerweile kostet so ein Scheiß irgendwie Richtung 60 Euro. Fürchterlich teuer geworden. Und es gibt den Tascam DR, dort Tascam DR22WL. Der ist leider wegen ihr nötig geworden. Was mich zum Thema bringt, das Video wird natürlich erstmal euch aufs neue Equipment vorbereiten und ich werde das direkt bei Panasonic verlinken, denn da stimmt irgendwie preis-leistungstechnisch was nicht mit. Deswegen. Ich werde es mal verlinken. Ich hoffe, die beziehen mal Stellung. Gut. Weil sich jetzt nicht jeder merken konnte, was ist, werde ich jetzt mal in extremer Tricktechnik da was hinzufügen. Also Camrock TE68, Summicon Mini-Stativ, drei Beinen mit Gelenkkopf, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum Pearl dem Ding nicht irgendwie eine Typenbezeichnung gibt. Dann, wie gesagt, Panasonic W570 oder HC W570. Tascam DR-WL, DR-22-WL und so ein Stereoskopie-Schlitten, Schrägstrich, Fotoschlitten, Schrägstrich, was auch immer. Gut. Warum ist er nötig geworden? Das werde ich jetzt gleich zeigen, denn ich werde als nächstes die Kamera nehmen. Also momentan seht ihr da oben ja, ich habe meine alte Kamera noch in Betrieb mit dem alten Ton. Und ich werde auf die wechseln. Da werdet ihr euch einmal freuen und einmal wahrscheinlich ärgern, wie ich mich ein bisschen geärgert habe. Ja, gut, ich wechsle eben, kleinen Moment. So, und jetzt, yay, gleicher Abstand, viel mehr auf dem Bild. Toll. Allerdings, ihr hört's, Ton ist grausig. Ich klinge so, als wenn ich irgendwie Watte in den Ohren habe, oder ihr hört das so, als wenn ihr Watte in den Ohren habt. Das ist die alte Kamera, GZE 209BE. Müsste da drauf stehen, der Rest ist gleich geblieben hier noch. Ja, also wunderbar, ich habe deutlich mehr Sichtfeld, also weitwinkeltechnisch betrachtet, aber Ton mies. Deswegen musste ich da noch nachlegen. Was ich jetzt gleich machen werde, ist, ich werde auf diesen Fotoschlitten die alte Kamera und die neue Kamera draufschrauben. Dann habt ihr einmal einen Vergleich von den Weitwinkeleigenschaften, sage ich mal. Dann werde ich irgendwie was ganz kurz aufnehmen, damit ihr einen Vergleich vom Ton habt und von den gleichen Bildern, weil die zeigen ja ungefähr auf die gleichen Stellen und sind gleich ausgerichtet. Und danach werde ich vermutlich das Ding auspacken. Kriege ich noch so ein Mini-Unboxing oder wie auch immer man das nennen mag. Mal gucken, wie das so abschneidet. Am Ende werde ich damit den Ton reinschneiden. Während der Aufnahme, wo ich das auspacke, werde ich aber wahrscheinlich den Ton von der Kamera nehmen, weil der halt deutlich besser ist. Deswegen jetzt schon die Frage an Panasonic: Warum hat die hier so einen doofen Ton? Denn das war damals eine 150-Euro-Kamera mit sogar zwei Akkus und Tasche und was weiß ich alles für ein Schnickschnack. Und hier ist eine Panasonic UVP von 400 angesetzt, Straßenpreis, keine Ahnung, 330, 350. Da stimmt irgendwie was preis-leistungstechnisch definitiv nicht. Ich hoffe, ihr meldet euch dazu. Und wenn nicht, ruhig mal als Abonnent Panasonic fragen, was das soll. So. Gut, ich schraube euch jetzt auf den Fotoschlitten, mache ein paar Aufnahmen, gleichzeitige Aufnahmen, rede ein bisschen dazu. Und dann schauen wir weiter. So, entschuldigt, wenn ich gerade irgendwie sehr schwitze. Ich habe hier rumgerödelt und so weiter und so fort. Damit ihr jetzt gerade mal seht, wie das Setup aussieht, ich werde wahrscheinlich mit der Kamera angefangen sein, mache ich mal gerade hier ein Foto. So sieht das Setup im Moment aus. Also JVC rechts auf dem Stativ, Panasonic links oder je nach Betrachtungsweise umgedreht. Ich nehme gerade mit der auf und ich nehme mit der wahrscheinlich auch den Ton auf, deswegen wird der doof sein. Und jetzt schalte ich vermutlich auf die JVC um. Da seht ihr, dass der Bildausschnitt viel kleiner ist und der Ton aber besser ist. Deswegen werde ich vermutlich für den Rest des Videos mit der aufnehmen und erstmal
mit der den Ton dazu schneiden. Ist sicherlich der Weisheit nicht letzter Schluss, aber muss ich gerade so machen, weil Panasonic da anscheinend am Mikrofon getüdelt hat. Was ich definitiv sagen kann, jetzt wird vielleicht Panasonic sagen, ihr habt ja verschiedene Möglichkeiten, das Mikrofon einzustellen. Ja, habt ihr. Ihr habt einmal einen vollen Auto-Modus, ihr habt einmal einen AGR-Plus-Modus oder irgend so ein Scheiß. Anscheinend zur Verschlimmbesserung des Tons, aber die sind alle fürchterlich. Und selbst wenn ich da in Software noch einen Equalizer und Kompressor drüber lege, wie ich es übrigens bei dem Neujahrsvideo gemacht habe. Hallo, frohes neues Jahr. Heute gibt es ein ganz kurzes Video. Klingt immer noch fürchterlich. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Testcam DR22WL. Wem der Name Testcam nicht sagt, das ist eine Tochterfirma von Teak oder Teak. Teak soll es ausgesprochen werden, ja. Soviel zu dem Thema. Also ich werde das nur kurz auspacken, ein bisschen dran rumtüdeln. Es wird kein Comprehensive, es wird kein vollständiges Ausgepacke, Schrägstrich Eingestelle, kein sonst was. Ich habe im Internet, es gibt eine Sache, die heißt Internet und es gibt da einen Kanal oder eine Seite, die heißt YouTube. Auf YouTube gibt es dann noch viel mehr, jede Menge Videos zum Testcam, Aufnahmegerät mit Aufnahmevergleich zwischen zum Beispiel, wie heißt das, Zoom H1 und eben diesem hier. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Gut, packen wir aus. So, ab jetzt gesagt, Bild von der neuen Kamera, Ton von der alten Kamera. Testcam DR22WL. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja, ich habe es richtig gesagt. Eine kistige Kiste aus Karton. Die Hochwertigkeitsfetischisten unter uns werden jetzt sagen, boah, kein zweiteiliger Karton zum Abheben, nein. Einfach nur so ein Schlabberding hier aufmachen. Styropor Inlay. Da. Mein Gott, ist das schlabberig. Dazu jede Menge Papier, was man nie lesen wird. Dazu ein USB-Kabel, richtig, ein USB-Kabel zur Datenübertragung. Leider kann man damit anscheinend noch nicht die Akkus laden, falls man Akkus reinpackt. Beim Thema Akkus, normale Batterien gehen natürlich auch, sind auch mitgeliefert. Dann habe ich hier noch einen Micro-SD-Adapter mit 4 GB Micro-SD-Karte. Das Gerät wird mit 4 GB Micro-SD-Karte geliefert, allerdings ohne den Adapter. Ich habe eine 16 GB MicroSD-Karte reingetan, weil ich noch eine liegen hatte. Hab da ja auch schon ein wenig mit rumgespielt. Ja, und dann hier das Gerät eingepackt. Welches vom Formfaktor so aussieht. So aussieht. Für mich sehr gut in der Hand liegt, für Leute mit kleinen Händen vielleicht ein bisschen zu groß. Wobei das Zoom H1 hatte ich in der Hand, das wirkt definitiv längst nicht so hochwertig. Es knarscht und knackt überall. Das hier ist, wenn man nicht gerade sehr doll drückt, relativ stabil. Und ja, das Zoom H1 war mir auch zu schlank vom Griffeligkeit her. Außerdem hat das Zoom H1 hier an der Seite die Knöpfe und das ist irgendwie, weiß ich nicht, zum Bedienen nicht so gelungen. Aber es ist alles subjektiv, deswegen werde ich da jetzt irgendwie keine negativen Eigenschaften anpreisen oder so. Ja, an der Seite lauter leise Knöpfe, falls ihr das abhören wollt, was ihr gerade aufgesprochen habt oder aufgenommen habt. Dafür gibt es hier einen Lautsprecher. Daneben haben wir dann hier minus 12 Dezibel, also Tonanzeige und Übersteuerung, Pegel zu hoch. Ja. Ein Ausschalter mit Hold-Funktion ist hier an der Seite, ist so ein Zugschalter. Ein wenig gezogen halten, dann sollte das Ding boomen. Tada, ihr seht Hintergrund beleuchtet. Ich habe gestern die neueste Firmware, momentan ist das Version 1.2.1 draufgebraten. Ging ganz einfach, habe ich gemacht über die Testcam DR Control App. Seht ihr jetzt hier, wenn ihr die im Play Store runterladet, könnt ihr, wenn ihr hiermit nicht verbunden seid, hier Get Firmware drauf klicken. Müsst ihr natürlich dann mit dem Internet verbunden sein. Nachdem die runtergeladen ist, verbindet ihr euch dann hiermit, schaltet ihr quasi Wi-Fi ein. Kann man das sehen. Ja, Wi-Fi einschalten, neu verbinden, ja, will ich. Dann baut das Ding hier ein Netzwerk auf und damit könnt ihr euch verbinden. Also sehr einfach gehalten, die WLAN-Funktion. Ich will da aber gar nicht größer drauf eingehen.
Auf jeden Fall, sobald die beiden verbunden sind, hier würdet ihr jetzt quasi im Handy das WLAN auswählen, könnt ihr die miteinander verbinden. Das kann ich ja noch gerade machen. Sobald sie verbunden sind, erscheint hier dann oder verschwindet hier die WLAN-Meldung, ist auch logisch. Das Lämpchen unten blinkt. Und ihr könnt mit dieser App vieles auf diesem Gerät steuern, was praktisch ist, wenn ihr das irgendwie in der Walachei habt oder so, könnt ihr darüber steuern. Also ich könnte jetzt quasi hier auf Rec drücken, dann fängt er hier an zu blinken. Warum fängt er an zu blinken? Weil das nur vor Record ist. Hier könnt ihr dann nochmal die Pegel kontrollieren und so weiter. Ihr müsst quasi zweimal Record drücken, damit das dann anfängt aufzunehmen. Geht natürlich auch an dem Gerät. Ich will nur ganz kurz hier auf die WLAN-Funktion einsteigen. Gut. Entsprechend könnt ihr hier natürlich auch den Pegel überwachen, der natürlich ein bisschen Delay hat, WLAN-bedingt. Und ihr könnt es natürlich hier auch wieder... Stopp. So. Jetzt habe ich hiermit gerade aufgenommen. Das kann ich hiermit dann auch abspielen normalerweise. So, und so weiter und so fort. Also WLAN, relativ einfache Sache. Wie gesagt, ich will jetzt nicht hier einen Test oder Review oder was auch immer von dem Teil machen. Ich will nur zeigen, was ich hier an Equipment habe. Momentan WLAN ausschalten, wieder einmal drauf drücken, LED unten geht aus, fertig. Also WLAN-Funktion, denke ich, ist ein Gimmick, was man durchaus mal für Zoom H1 kostet 95, 100 Euro oder so, und das kostet dann 25, für 30 oder 25 Euro Aufpreis mal mitnehmen kann. Gut, ansonsten normal in Anführungsstrichen XY-Anordnung der Mikrofone, auch so. Und was jetzt eben für mich relativ wichtig war, Viertel Zoll Fotogewinde hinten dran. Das werde ich dann nämlich demnächst damit Video aufnehmen und hier mit dem Ton auf entsprechendem Fotoschlitten, der jetzt gerade belegt wird von der JVC auf der anderen Seite. Da packe ich dann gleich den hier drauf. Da wird es dann auch gleich noch eine Aufnahme zu geben. Gehen wir das hier nur noch zu Ende durch. Wir haben einen Button für Wi-Fi, haben wir gesehen, dann Spulbuttons, dann ein Menübutton vor allem. Damit kann ich dann ins Menü und meine ganzen Einstellungen machen. Was für Funktionen das hat, wie gesagt, guckt euch ein anderes Video an, wenn euch das interessiert. Ein Play-Button zum Abspielen wieder von dem, was ich aufgenommen habe. Oder wenn ihr MP3s drauf habt, geht natürlich auch zum MP3s abspielen. Und den Record-Button hier. Wie gesagt, mit dieser, in Anführungsstrichen, Pre-Record ist kein richtiges Pre-Record. Das kann ich aber auch einstellen, richtiges Anführungsstrichen Pre-Record. Funktion. Hier unten habe ich übrigens dann noch so einen Drehregler, da kann ich die Pegel im manuellen Modus, dafür muss ich auf M sein. Damit kann ich den Aufnahmepegel dann einstellen. Was schön ist, wird auch angezeigt, nicht nur prozentual im Sinne von ein schwarzer Balken rollt durch, sondern ich kriege auch angezeigt, wie viele Dezibel ich im Pegel verändert habe. Ganz schöne Sache. Ja. Wenn ihr einmal auf Rekord noch wieder drückt, dann geht das in den Pausemodus. Könnt ihr also theoretisch die Aufnahme weiter fortsetzen. Und wenn ihr auf Stopp drückt, in den Stopp-Modus, dann geht's weiter. Ich werde wahrscheinlich diesen Pausenmodus relativ häufig gebrauchen, weil ich habe ja eine Kamera drauf. Wenn ich bei der Kamera dann Pause drücke, kann ich hier auch einfach Pause drücken. Und ich muss nicht immer die Aufnahme abbrechen. Also beim Pause-Funktion habe ich halt eine Datei. Ansonsten kriege ich halt mehrere Dateien immer. Ein Interview-Modus ist vorhanden, ein Instrumenten-Modus, ein Musik-Modus wahrscheinlich, ja. Ein sehr lauter Lautsprecher oder brennender Lautsprecher-Modus, ein Easy-Modus und ein fürchterlich schön aussehender, was auch immer-Modus. Damit kann jetzt wahrscheinlich ein Musiker viel mehr anfangen als ich, deswegen werde ich da nicht großartig zu eingehen. Auf jeden Fall ist auch noch ein Stimmgerät und so ein Gedöns drin. Relativ viele Funktionen für relativ verglichen zu den Zoom-Geräten, relativ wenig Geld. Gut, viel mehr will ich dazu jetzt auch gar nicht erzählen. Ich werde jetzt das Gerät auf den Stativadapter draufsetzen und dann mit der Kamera und diesem Gerät die Audioaufnahmen machen. Übrigens, wenn ich zu der JVC-Kamera mal geschnitten habe, die nimmt den 25p auf und die nimmt den 50p auf, was natürlich sehr schön ist. Also wenn ihr jetzt quasi die JVC gesehen habt, werde ich immer einblenden, wenn die JVC gerade dran ist. Wird das... interpolierte 50p sein, denn die kann nur 25p Full HD aufnehmen und die kann 50p Full HD aufnehmen. Ja, das Gerät auf den Adapter und dann gucken wir nochmal weiter. So, noch haben wir jetzt Ton von der Panasonic Kamera, also wird es gerade wieder grausig sein.
Deswegen verbinde ich mich mal hier ganz schnell, wie gesagt, mit der App. Obwohl, bevor ich mich mit der App verbinde, mache ich noch einmal ein Foto von dem Setup, wie es jetzt aussieht. Das ist quasi das Setup, das ich dann immer fahren werde. Und jetzt wollen wir uns zack mit der... Ich könnte jetzt auch einmal Play auf dem Mikrofon drücken oder Record auf dem Mikrofon drücken, aber der Featurigkeit halber will ich nochmal zeigen, dass das hier funktioniert. Beschafft IP-Adresse, ja, ist ja gut. Und dann in die App rein. Das lege ich hier hin. Noch habt ihr doofen Ton. Jetzt kann ich mal Pre-Rec drücken. Jetzt seht ihr, der Pegel ist okay. Pegel ist okay. Und Voll-Rec. Und jetzt solltet ihr schönen Ton hören. Denke ich, ihr nehmt 3 Sekunden, 4 Sekunden, 5 Sekunden und so weiter auf. Alles gut, denke ich. Ihr solltet auch anzeigen, wenn es zu laut wird. Ja. Übersteuerung werden auch angezeigt. Sehr schön. Batterie wird übrigens auch angezeigt, sehe ich gerade. Auch ganz schön. Ich drehe euch das mal um. So. Gut. So viel sollte ich eigentlich nur in diesem Video erzählt haben. Wie gesagt, Frage an Panasonic, wie kann es sein, dass eine Kamera, die die Hälfte kostet, ein deutlich besseres Mikrofon hat? Ich meine, na, ich will ja das Feature hier nicht auslassen. Ich habe hier eine Picture-in-Picture-Kamera. Das ist ja der große Verkaufsschlager von dieser Kamera. Ich habe hier ein Picture-in-Picture. Sicherlich eine schöne Sache, da eine Kamera zu haben und da eine Kamera zu haben. Allerdings, nee, so eine Kamera, extra Kamera und WLAN-Funktion wiegen das einfach nicht auf. So ein Mikrofon kostet, also ein gutes, hochwertiges Mikrofon, lass das im Einkauf irgendwo in China kosten 5 Euro und dann haben wir dann schon teuer bezahlt. Und wenn es nur, wenn wir 15 oder 20 Euro für so ein Mikrofon ansetzen, was total fernab der Realität ist, aber selbst wenn wir es reinrechnen, es macht keinen Sinn oder... Es ist nicht schön, wenn ich dann bei einem Mikrofon, bei so einer relativ teuren Kamera doch dann, oder im Vergleich teureren Kamera, spare. Also, Panasonic, was habt ihr euch dabei gedacht? Warum macht ihr das so? Denn die Audioqualität kann man echt nicht hinnehmen. Gut, genug gerantet. Ihr habt jetzt mein Setup gesehen. Ich kann das Setup auch noch einmal... ich werde das Setup jetzt auch noch einmal abfilmen mit der Kamera hier, wieder mit schlechtem Blickwinkel. Aber damit wir total viele Kameras in einem Bild haben, machen wir das mal so, Record, hallo, hallo, Kamera auf Kamera, so, da bin ich, da ist meine Aufnahme, da ist meine Kamera in Kamera, da ist, wie gesagt, das Mikrofon momentan, und was ich noch zeigen wollte, das Camrock.te, hast du nicht gesehen, Stativ, das Camrock.te 68 Stativ, so, warum habe ich das geholt, einfach weil es verdammt hoch ist. Und auch ordentlich stabil. Da ist übrigens so ein Haken dran. Wenn ihr wollt, könnt ihr da eine Fototasche oder einen Sandsack dranhängen, dann ist es noch stabiler. Ja. So, habt ihr also in dem Fall einmal eine Equipment-Tour von mir bekommen. Und ich denke, ich werde jetzt hiermit das Video beschließen. Es wird hier nach einem Video folgen vom Batteriewechsel beim Transit. Da hatte ich leider das Aufnahmegerät noch nicht. Deswegen wollte ich das hier eben voranschieben. Schon mal vorwarnen, dass der Ton dann nicht so toll ist. In Zukunft sollte der Ton dann wieder gut sein. Gut, Equipment-Tour beendet. Alles, was gesagt ist, habe ich hoffentlich gesagt. Vermutlich habe ich die Hälfte vergessen. Aber gut, so ist es. In diesem Sinne, tschüss und ahoi.